Ja, so ist es. Jeden Tag kommen neue Flüchtlinge zu uns nach Deutschland und benötigen natürlich ein Dach über dem Kopf. In Hamburg leben derzeit rund 3000 Flüchtlinge in Zelten. Und dort sucht eine Maklerin im Auftrag der Stadt geeignete große Immobilien, die von den Flüchtlingen bezogen werden könnten. Diese Idylle liegt im Hamburger Norden. Hier hätten irgendwann mal neue Wohnhäuser entstehen können. Doch Hamburg muss liefern, Unterkünfte für 20.000 Flüchtlinge bis zum Jahresende. Christiane Kreipe nimmt daher, was sie kriegen kann. Die Beamtin sucht im Auftrag der Sozialbehörde Häuser, Grundstücke, Gewerbeimmobilien, egal wo, egal gegen welche Widerstände. Ich habe vor 3 Jahren angefangen, hier zu arbeiten, in diesem Bereich. Und da war der Bereich so das soziale Umfeld noch ein großer Bereich, den wir immer abgeprüft haben. Inzwischen ist die Not so groß, dass wir eigentlich jede Fläche, die wir bekommen, auch so prüfen müssen, dass wir sagen, wenn sie geht, müssen wir es möglich machen, dass da Menschen leben. Für die Anwohner hat Hamburg zwar ein Ohr, viel Widerspruch kann der Senat aber nicht dulden. 2500 neue Flüchtlinge muss der Stadtstaat jeden Monat unterbringen. Der Bürger wird informiert in der Informationsveranstaltung. Und in der Informationsveranstaltung wird eigentlich gesagt, der Standort kommt. Wie wir ihn gestalten und wie wir ihn miteinander gestalten können, darüber können wir noch sprechen. Aber dass er kommt, steht außer Frage. Die gute Stimmung in Hamburg soll nicht kippen. Daher fährt Christiane Kreipe immer selbst zu den Informationsveranstaltungen vor Ort. Am Ende sehe ich eigentlich immer, dass ich was schaffen kann. Ich kann Plätze schaffen, ich kann Menschen dadurch irgendwie unterbringen. Und ich sehe eigentlich das, was ich an Befürchtungen vorher erlebe, dass viele Befürchtungen sich mit dem Leben eigentlich erledigen. Wir beide wieder, ne? Jede Informationsveranstaltung ist anders. Wie die Stimmung wird, kann Christiane Kreipe auch nach 3 Jahren im Amt vorher nicht abschätzen. Die Argumente der Anwohner sind oftmals die gleichen. Angst vor mehr Kriminalität im Stadtteil oder vor religiösen Auseinandersetzungen. Ich würde das nicht unbedingt begrüßen, dass mein Kind in dem Alter von 3 Jahren sowas dann mitverfolgen muss. Ich bitte jetzt die Verwaltung, insbesondere das Bezirksamt Wandsbek, sich nochmal zu besinnen und auf die besondere Schönheit in Bergstedt einzugehen, was ja auch gleichzeitig Naherholungsgebiet ist. Die Unterkunft für 384 Flüchtlinge grenzt an ein Naturschutzgebiet. Doch das ist in Hamburg seit diesem Jahr erlaubt. Bei diesem Standort hilft uns natürlich auch das neue Flüchtlingsmaßnahmengesetz, das seit dem 01.01.2015 in Kraft ist. Es ermöglicht uns, in Gebiete zu gehen, in die wir bisher nicht gehen konnten. In Gewerbegebieten könnten wir erleichtert nur für Flüchtlinge bauen, wie auch in Außengebieten. Und Hamburg plant noch mehr. Der Senat möchte per Gesetz leerstehende Gewerbeimmobilien auch dann nutzen können, wenn die Besitzer dagegen sind. Die Stadt plant wie in diesem ehemaligen Baumarkt Unterkünfte für bis zu 3000 Menschen. Wir werden in Hamburg nicht umhinkommen, wenn wir insgesamt so viele tausend neue Leute haben, dass wir auch größere Unterbringungen machen. Da werden wir sehr gut darauf achten, dass die Integration gelingt. Wir haben schon jetzt sehr viel größere Unterkünfte, als wir je gedacht haben. Und es ist bisher gut gelaufen, aber man muss viel dafür tun. 3000 Menschen an einem Ort, fast schon ein neuer Stadtteil. Jeder Hamburger Bezirk muss bis Jahresende die Fläche für ein solches Flüchtlingsdorf bereitstellen. Das ist ohnehin schon schwierig. Christiane Kreipe muss die Fläche dann bewerten und gegenüber den Anwohnern vertreten. Ohne Frage, einer der derzeit wohl schwierigsten Jobs der Stadt.